Schönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Hesse von der Firma BHE Hesse Immobilien aus Berlin-Spandau. Letztens hat mich ein Eigentümer gefragt, ob er den Grundschuld aus dem Grundbuch löschen lassen soll, sobald er den Kredit abbezahlt hat. Zuallererst sei zu sagen, dass nach Abtilgung des Darlehens eine Löschung der Grundschuld nicht zwingend erforderlich ist. Hierbei entstehen nur Kosten. Es entsteht Ihnen dadurch kein Nachteil, dass die Grundschuld noch drin stehen bleibt. Ganz im Gegenteil. Ich würde Ihnen empfehlen, die Grundschuld noch ruhig drinstehen zu lassen. Denn stellen Sie sich einmal vor, Sie benötigen Geld von der Bank. Sie wollen zum Beispiel Ihr Dach sanieren oder die Fassade neu machen. Hier kommen schnell mal 20.000 bis 40.000 Euro zusammen. Nicht jeder hat diese auf der hohen Kante zu liegen und muss wieder einen Kredit aufnehmen. Nun ist es leichter, wenn die Grundschuld im Grundbuch noch drinsteht. Hier können Sie auf Ihre Bank zugehen und die Grundschuld oder der Kredit kann schneller nachvalutiert werden. Und Sie erhalten das Geld ohne großen Aufwand. Ist die Grundschuld jedoch schon wieder aus dem Grundbuch gelöscht und Sie wollen einen Kredit aufnehmen, verlangt die Bank sicherlich eine Sicherheit. Die Sicherheit wird Ihre Immobilie sein. Das heißt, Sie müssen eine neue Grundschuld eintragen und der ganze Vorgang beginnt wieder von vorne. Sie müssen zum Notar gehen, die Grundschuldbestellung machen und dann wird die Grundschuld wieder beim Grundbuchamt eingetragen. Hier entstehen zusätzliche Kosten, die Sie sich vermeiden können, wenn Sie die Grundschuld einfach noch drin lassen. Spätestens, wenn Sie die Immobilie verkaufen, wird die Grundschuld eh gelöscht, denn eine Immobilie wird immer lastenfrei übergeben. Hier kümmert sich der Notar darum, er kontaktiert Ihre Bank und kümmert sich um alles. Bei Ihnen bleibt kaum Arbeit übrig. Ich hoffe, wir konnten Ihnen die Frage beantworten. Sollten auch Sie Fragen haben rund um das Thema Kauf oder Verkauf von Immobilien, kommen Sie gerne auf uns zu oder abonnieren Sie einfach diesen Kanal, denn hier beantworten wir immer wieder Fragen von unseren Eigentümern und Käufern. Ihr Makler aus Berlin-Spandau, BHE Hesse Immobilien.